Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Ja, ich freue mich auf die heutige Folge. Es ist ja 2 Tage ausgefallen, weil ich einen Tag nicht da war und gestern nachts um 3 Uhr so keinen Bock mehr hatte, Outlast aufzunehmen. Aber heute geht's weiter. Ja, ich laufe einfach mal raus und guck mal so. Ja, das ist schon mal eine schöne Begrüßung. Ich würde sagen, wir nehmen das ein bisschen auf hier. Das ist ja. Okay. Das ist echt zu. Also ich glaube, der hat den Sinn des Lebens verstanden. Das soll ich auch mal versuchen. Was wird's, meine? Space alone. Leave me alone. Ich versuche. Was? Alter! Spassi, ey. So. Was ist das? Alter, du siehst nicht gesund aus. Okay. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. When we kill them, we kill you look them. Like you've seen a ghost. I want to stop. Leave me alone. They are too many voices. They pulled me back. No more sleep. So, I'm going to go in there and go. Was? Ja, kannst du mir damit aufhören, ey? Ohne Scheiß. Wow, Alter! Scheiße! Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us. Always being here. So, 100%ig. Da tue ich. Nur wie? Dum 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 dum. Vielleicht ist hier drin noch irgendwas. Hier muss so.
Oh, war einfach zu hell. Augenkrebs. Oh. Boah, Alter! Scheiße! Digga, mach keinen Scheiß! Okay. Da muss er, glaube ich, hoch. So, da muss er hoch. Wow! Voila! Ja, GG. Jetzt geht er runter. Du warst nicht invited to this, you goddamn sicko! Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen. Oh mein Gott. Ich will gar nicht wissen, was hier alles passiert ist. Okay, ich laufe jetzt nicht weiter. So, ich geh mal schnell dahin. Ich glaube hier. Eine Batterie, okay, nice. Oh, das. Ich glaube, da kommt man nicht weiter, okay. Hier. Ne, ja, okay, da liegt der Typ davor. Das ist natürlich unüberwindbar für uns. Dadurch, dass der Typ davor liegt. Was ist da noch? Oh, der ist eh zu. Oh, kann ich das suchen. God always provides a way, follow the blood. Ich wusste. Hallo? Geht's gut? Das ist für den Schritt. Aber ich guck mal kurz, was da hinten ist. Ah, war ja klar. Irgendwas müsste da sein. Oh Gott. Von n.wolfram@murkoffcorporation.us.com an h.grant. @murkoffcorporation.us.com Betreff Kunstprogramm für Patienten. Patient Vater Martin Eichimbaut. Helen, Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit Ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Eichimbaut hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt.
noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Glutzapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht. Außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll, Dr. Neil Wolfram. Oh, my fucking god. Drain. Down the drain. Down the drain. Down the drain. All the way out is down. Warum wird mir jetzt angezeigt, dass wenn ich Türen schließe, dass ich den Verfolger bremsen kann? Just shut up! Let me think for a minute! Quiet! Quiet! Bist du lieb? Bitte sei lieb. Bitte sei lieb. Ob er lieb ist, werden wir natürlich erst in der nächsten Folge erfahren. Also bis dahin, haut rein, Leute. Und tschüss.